Von daher, wie soll schon die nächste Folge hiervon werden? Das kann nicht nur besser werden. 16.000 haben wir eben gesehen, 500 danach. Mal gucken, wie viel du schaffst. Wir starten mal die nächste Folge. Los geht's. Gerne. Danke für die Einladung. Kulisse auch, dieser Weihnachtlich mit dem Schnee. Schneefall! So. Das Publikum ist lieber zu Hause geblieben, aber das kriegen wir hin. Ja, die sind alle im Chat gerade unterwegs, die schreiben im Chat mit. Dann versuchen wir es mal. Wir starten erstmal für alle mit der Auswahlaufgabe der Runde hier. Verkuppeln Sie diese Herren mit der richtigen Superman, Donald Duck, Popeye und Tarzan. Jane, Daisy Duck, Lois Lane, Olivia Öl. Superman ist schon mal... ist Daisy Duck, Popeye ist Olivia Öl und Tarzan ist... C. Und A, bitte. Schauen wir mal, was daraus wird. Im Chat wurde gesagt CDBA. So, zu Superman gehört Lois Lane, zu Donald Duck gehört Daisy Duck, zu Popeye gehört Olivia Öl und zu Tarzan gehört Jane. C, B, D und A. Das hört sich gut an, würde ich sagen. Am schnellsten Spiel der Neuen. So, wertest du es dann gerne mit 3 Jokern und der Sicherheitsstufe bei 16.000 oder mit 4 und dann fällt die weg? Frag mal bitte. Wie willst du es spielen? Mit 3 Jokern und der 16.000 Sicherheitsstufe oder mit 4 Jokern und dann fällt sie weg? Joker hab, dann habe ich die Sicherheitsstufe von 16.000. Ist das korrekt? Mit 3 hast du sie, mit 4 nicht. Die Sicherheitsstufe. Mit 3 Jokern, bitte. Okay, klassisch also, wie man Freestyle damals gemacht wurde. Dann gucken wir mal, wie es läuft. Wir machen mal die ersten 5 Fragen. Was taugt nicht für Pullover oder Socken? Schurwolle, Baumwolle, Angorawolle, Holzwolle. Da würde ich D behaupten, bitte. D, Holzwolle. Ich behaupte, dass Holzwolle sehr anfällig ist für Kaminbrand, wenn man sich im Winter oder zur Weihnachtszeit vor dem Kamin sammelt. Gucken wir mal, es ist die Holzwolle. Erste Hürde geschafft, noch 14 weitere. Wie nennt man den offiziellen, oft prominenten Förderer einer Institution oder Kampagne? Hutlady, Manteldame, Schirmherr oder Stiefelknecht? Ja, der Stiefelknecht ist natürlich übrig, würde ich behaupten. Und der Schirmherr, würde ich sagen, ist die richtige Antwort. Die Antwort C würde ich gerne nehmen. C nimmst du und das stimmt natürlich auch. Und 200. Hat der Kandidat hier auf dem Stuhl bei der 16.000 Euro Frage noch alle Joker? Dann antwortete er schon. Nase weiß, Bauern schlau, früh reif, neunmal klug. Das ist sehr schwer. Die Frage ist lustig wie mies. Ist ja, dass man ins Blaue ratet. Also, es ist eigentlich verdammt machbar, die Frage. Sie ist sehr machbar. Glaube es auch. Frühreich würde ich, ausschließen. Neunmal klug sein. Du bist so abgehakt. Was ist neunmal klug? Ja, heißt ja auch, dass man ja, allwissend ist, ein bisschen hochnäsig. Ja. Würde ich schon mal ausschließen. Dem 16K-Frage. Ich frage mal so, welche Frage ist denn die 16.000 Euro Frage? Ah, das ist
will ich. Oh Gott, ich fühle mich sehr dumm jetzt gerade. Was ist. Also, Frühreif würde ich auf jeden Fall ausschließen. Das ist auch hochnäsig, sage ich mal so. Oh Gott. Das ist wirklich. Ich bin sehr schlecht in Deutsch. Also im Fachdeutsch. Es ist trotzdem verdammt einfach. Es ist trotzdem sehr einfach. Ich sag mal so, es ist alles extra auseinander geschrieben, das ist richtig. Und eins von diesen vier ist richtig geschrieben. Der Chat, ja, ey. In der Nase weiß, in Frühreif, noch mehr Glück, er hat richtig geschrieben zusammen. So, oh, weißt denn du, wo die 16.000 Euro Frage ist, beziehungsweise welche Frage es ist? Gerade nicht verstanden. Weißt du, welche Frage die 16.000 Euro Frage ist von der Nummer her? Du spielst ja und spielst ja und spielst ja und immer kommt die 16.000 Euro Frage. Welche Fragenummer ist die 16.000? Dann würde ich behaupten, auf 9-mal klug. Ja, weil du 9-mal vorher richtige Antworten gegeben hast, ohne Joker zu geben. Genau! Da bedanke ich mich für die Hilfe. Das tut mir leid. Ah, das ist immer wieder lustig, sowas. Was findet in der italienischen Küche Verwendung? Ravioli-Kassetten, Risotto-CDs, Lasagne-Platten oder MP3-Pizzas? Das ist natürlich sehr schwer, das kann man Typen der Folgen fragen. Ja. Die Kassetten kenne ich auch noch. Das war da mit Bleistift irgendwas, ne? Zum Zurückspulen. Bei MP3, die Pizzas, ich glaube, so gut war die noch nicht. Ich glaube, Risotto ist da wohl eine Zeichsel, glaube ich, ne? Ein Reisgericht, wo man teilt. Ich wage zu behaupten, das ist Antwort C, das sind die Lasagneplatten. Das so nichts mit Platten zu tun hatte. Meine Mutter hat mir immer davon erzählt, aber Kassetten kenne ich und Pizzas. Ja, ja. Ich glaube, das sind die Lasagneplatten. Weil eine Lasagne besteht ja immer aus einer Schicht Nudelteig, dann Fleisch, wieder Nudelebene, Fleisch, Nudelebene. Diese Nudelebenen sind diese Lasagneplatten. Ich habe auch noch Platten zu Hause, die muss man auch richtig lagern, sonst verziehen die sich. Da hast du nichts, ne? Aber das sind also aus der früheren Generation von den Eltern. Ja, stimmt auch. Und so, wie wird die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika genannt? Fish and Chips, Earth, Wind and Fire, Park and Ride oder Stars and Stripes? Also ich glaube, Fish and Chips ist es eher so die von den vom Vereinigten Königreich, so, da sind die ja bekannt für. Vibes. Weil die haben ja die 50 Sterne und die 13 Streifen da. Ich glaube, das ist D. Stars and Stripes, weil sie nur aus Sternen und Streifen besteht. Jawohl! Das ist jetzt schon mal ein Safe Point, die 500 oder was? Jawohl! Sieh da, der Geldbaum. 500 sind safe. Blamage verhindert. Ja, dann reicht schon mal für Weihnachtsgeschenke, dass die Mutti glücklich wird, ne? Jawohl. 1000. Welche Pflanze zeichnet sich durch ihren intensiven Geruch aus? Aalschalotte, Dachsporee, Schafszwiebel oder Bärlauch? Ich weiß nicht, so ein Aal, das ist doch ein Fisch, ne? Der riecht doch auch. Fische riechen doch auch nach einer Zeit, ne? Ja. Bei C weiß ich nicht. Das Schaf habe ich ein Kissen, glaube ich, aus Wolle, aber die riechen nicht so. Die kann man gut waschen. Ich glaube, es ist der Bärlauch. Nehmen? Weil ich hatte damals einen Busfahrer, der hat immer gesagt, ich habe gesagt damals, ich mag Lakritze. Ja, Bärendreck mag er nicht so und Lakritz riecht ja auch schon sehr penetrant. Ich würde dann D sagen, Bärlauch, glaube ich, ne? Ja, willst du nehmen? Ja, glaube ich. Ich glaube, es ist auch so ein nordischer Ersatz für Knoblauch, glaube ich, ne? Ist ja auch so ein Reimwort. Knoblauch, Bärlauch. Ich glaube, es ist Bärlauch. Gucken wir mal, ob es stimmt. Jawohl. Gutes Gedächtnisvermögen.
2000. Aufgeregt. Du kommst in Fahrt langsam. Ohne Vokale identisch sind Blumenkind und Kolumbien, Eisbären und Brasilien, Regentonne und Argentinien, Biologie und Bolivien. Das ist eine Denkaufgabe. Vokal. Das ist A, E, I, U, U. Ne? Genau. Und wenn du alle weglässt, kommt auf beiden Seiten dasselbe immer raus. Glaube ich schon. Moment, guck ich mal bei C. G. Alles klar. H, mit der Aussprache der Konsonanten. Ich spring mal rüber zu B. Eis. Kann nicht sein. Bl. Bl. Oh, das ist ja. Bl. Gentonne und A. Was? Mein Gott. Die Vokale mit dem Edding wegstreichen auf mein Bildchen und dann kriege ich nicht mehr weg, ne? Das wäre eine Option, oder hast ein Stift und Papier da. Toll? Nee, A ist auf jeden Fall. Was? Ohne Vokale sind die identisch. Ja, das heißt, du hast links vom UND und rechts vom UND beide dasselbe stehen. Bill und Koll, also. Bill. Ist und nee, B kann es nicht sein. Bei D oh, Frage. Sie ist nicht unlösbar. Ohne Vokale? Also Vokale sind ja A, E, I, O, U. Genau. A. Dann. Gleich einen Anfangsbuchstaben. Ja, nicht nur der Anfangsbuchstaben muss gleich sein, sondern der ganze Rest auch. B und K geht schon mal nicht. Bei B, E und Eis. Oh. Was? I, S. S. Und dann hast du ein R. Das geht bei B auch nicht. Hast du R und. Oh, hast du auch ein R? Hm. E, das fällt weg. R, G, N. R. Erstmal ist bei C, aber ich möchte gerne noch D mal nachschauen. Mhm. Und dann hast du L. Ja, und ich würde sagen, es ist C. Nehm. Sicher, dass es C ist. Aber soll man es nehmen? Weil du bist ein bisschen abgehakt gerade. Ja, ich möchte gerne C nehmen. Das habe ich gehört, okay. Also, bei A hast du recht gehabt, das B und das K am Anfang sind schon recht schon mal falsch. Bei B, Eisbären und Brasilien, am Anfang hättest du jetzt dann da als SB stehen und hinten jetzt BR stehen, ist auch falsch. Bei D, Biologie und Bolivien, hättest du ja BL und dann das G. Und bei Bolivien hättest du ja BLV stehen. Das heißt, es würde auch nicht passen, aber C passt tatsächlich richtig. V war nicht dabei. Ja. Da muss man ein bisschen denken. Genau. Aber keine Schaden manchmal. 4000. Welche Teile der Senfpflanzen werden in erster Linie verarbeitet, um die als Tafelsenf bekannte Würzpaste zu erzeugen? Blüten? Was? So, Blüten, Blätter, Wurzeln oder Samenkörner?
Ich bin eher so ein Fan von süßen Senf. Anders, wenn man natürlich Nudeln zu Hause hat, dann ist es natürlich schwer. Die Blüten, die passen da nicht. Es gibt zwar weißen und schwarzen Senf. Dann nicht, sondern ich meine, in so einer Mühle hast du weiße oder schwarze Kügelchen. Sind meiner Meinung nach keine Kügelchen, die Blätter auch nicht und die Wurzeln auch nicht. Und das sind die Samenkörner. Nehmen. Du bist wieder gerade weg, oder? Ja, ich würde bitte die Samenkörner nehmen, da ich die als einziges als rund identifizieren würde, die in den Pfeffermühlen auch vorhanden sind. Gut, dann nehmen wir natürlich Antwort D, wenn du so willst. Die Samenkörner. So, und die Antwort ist ebenfalls richtig. Nicht schlecht. Immer noch alle Joker da. Das sieht gut aus. Welche Stadt feierte 2003 ihren 300. Geburtstag? Sydney, St. Petersburg, Rio de Janeiro oder Bangkok? Frage. 100 Jahre abzieht von 2003, dann wäre das 1703. Genau. Burg wurde früher gegründet, auf jeden Fall. War das in Bangkok auch auf jeden Fall. Die Frage ist jetzt Sydney oder Rio de Janeiro? Vielleicht hilft ein 50-50 das, wenn jetzt A und D oder zum Beispiel D und andere Antwort übrig bleiben würden. Also Sydney wurde von den Engländern gegründet, auf jeden Fall. Das ist ja in Australien. Nero von den Portugiesen in Brasilien. Nur, dass Sydney natürlich nicht die erste. Wo war es? Die erste Stadt in Australien von den Engländern? Von den Portugiesen? 14 irgendwas. Also Anfang des 15. Jahrhunderts. Also in den 16. Jahrhunderts. Also es war ja. Petersburg. Das ist eine sehr schwere Frage. Du hast drei Joker noch. Welche Joker habe ich? Können Sie mir das sagen? Alle drei noch. Du hast auch keinen einzigen gebraucht. Du kannst 50-50 nehmen, du kannst jemanden anrufen oder das Publikum fragen. Bei der Sache würde ich erstmal den 50-50 Joker nehmen, bitte. Okay, kommt. B oder D? Also deine beiden Antworten fallen weg. Das macht mir die Frage natürlich sehr schwieriger. Ich weiß, dass. Das war 17.03. Es macht die Frage vielleicht schwieriger, aber es gibt den richtigen Tick in die Richtung. Ich weiß, 1700 irgendwas, das war nach dem 30-jährigen Krieg. Danach kam der große Nordische Krieg. Und den großen Nordischen Krieg hat dann angefangen, Peter der Große zu erweitern mit dem Ziel, eine russische Stadt in der Ostsee zu. Da weißt du mehr als ich. Und ich glaube, Bangkok ist sehr viel früher. Bangkok ist in Vietnam. Vietnam, das ist durch das Geschehen großen Seefahrerblock gewesen, auch mit Piraterie. Ich wage zu behaupten, dass Peter der Große durch seinen Feldzug gegen die Schweden einen Seegang zu der Ostsee erobert hat und dort St. Petersburg gegründet hat. Deswegen war es, heißt es auch St. Petersburg. Dann würde ich B. Bravo. Willst du nehmen? Ja, bitte. St. Petersburg. Ist eingeloggt.
Und. Gott hilft. Gott kann mir das. Immer noch richtig. Yay! Wunderbar. So, jetzt kommt diese schöne Hürde 16.000, die sicher sind, mit zwei Jokern. Die Frage sollte definitiv machbar sein. Gucken wir uns das mal an. Was waren die berühmten Vitalienbrüder? Drogendealer, Boxer, Landschaftsmaler oder Freibeuter? Euro sind wir gerade? 8.000 hast du, die Sicherheitsstufe 16.000 Euro. Du hast noch zwei Joker. Wenn du die Frage schaffst, sind 16.000 safe. Und sonst habe ich 8.000 Euro übrig? Nein, dann geht's auf rund 500 runter. Wenn du aussteigst, hast du 8.000. Wenn du falsch antwortest, geht's auf 500 runter. Ich weiß, was würden Sie denn machen mit. Also, darf ich du sagen? Naja. Mit 8.000 Euro. Mit 8.000? Ja, Führerschein machen, Wagen kaufen, Reise machen. Bleibt nicht so viel übrig. Führerschein machen sind 2.000. Eine Reise, was willst du denn holen für 4.000 Euro? Oh, pff. Gute Frage, was haben wir denn übrig? Einen Gebrauchtwagen erstmal. Wenn höhere Summen kommen, Neuwagen. Ein Auto holen, einen Seefahrtschein machen und ein schönes Schiff holen. Das ist auch eine Option. Weißt du, wer auch ein schönes Schiff hatte? Ja. Captain Blaubeer, was? Nee. Ja, so ungefähr. Ja, ich würde behaupten, das wäre Delta. Meiner Meinung nach waren die Vitalienbrüder, waren das. Vitalien, nicht Vitualien. Vitalien. Vitalienbrüder, ja. Ja, das passt ja noch mehr. Vitalienbrüder. Weil die haben, das waren die ersten Biobauern. Städten und die haben natürlich mitbekommen, dass die anderen Hansestädte Stress hatten von der ländlichen Regierung. Und dann hatten ja die anderen Städte natürlich mussten die losfahren mit Kohl und Äpfeln und Bieren zum Beispiel, um die anderen Hansestädte zu versorgen. Ich würde behaupten, dass die Vitalienbrüder Freibeuter waren. Die, Handelsblockaden durchbrechen mussten, um die anderen Leute zu versorgen in den Hansestädten. Da würde ich Delta sagen, bitte. Die Freibeuter also. Dann nehmen wir mal den. Hoffen wir das Beste für dich. Freibeuter ist eingeloggt. 16.000 Euro die Hürde könntest du schaffen. Hoffen wir mal, dass wir nicht den Kopf verlieren, oder wie Störtebeker. Aber... Das packen wir, ne? Gucken wir's mal. Die berühmten Vitalienbrüder sind bzw. waren. Freibeuter! Gehört aber gar Festspiele. So. Das, lohnt sich immer anzugucken. Das ist eine sehr schöne Veranstaltung. Nicht mehr, wo die waren. Irgendwo in Schleswig-Holstein, aber das ist. Setzen sich immer ab. Störtebeker-Festspiele und Karl-May-Festspiele. Die sind sehr schön. Gut zu wissen. Alles mitnehmen kann man so Events. So. Wo wohnst du denn, wenn ich frage nach? Im westlichsten Teil Deutschlands, Grenze Luxemburg schon. Ich sag jetzt mal extra keine Stadt. Aber sehr, sehr nah an Luxemburg. Aachen oder was? Weiter unten. Dennoch, du hast die Sicherheitsstufe geschafft. 16.000 sind sicher, egal was passiert. Und du hast noch zwei Joker und fünf Fragen übrig. Wollen wir weitermachen? Freischussfrage: 32.000 mit zwei Jokern. Das kann gut werden. Wer ist im Kabinett Merkel, der oder die E-Book? Wolfgang Schäuble, Ursula von der Leyen, Alexander Dobrindt
Oder Manuela Schleswig. Schleswig, so. Fragen von was für ein Stand sind jetzt die Fragen? Ich tippe mal, die wegen Kabinett Merkel müsste es vielleicht jetzt die letzte Legislaturperiode gewesen sein. Also jetzt die vorherigen 4 Jahre vor der Wahl hier. Schäuble ist Finanzminister. Frau Ursula von der Leyen ist die Verteidigungsministerin. Und von der CSU ist Verkehrsminister. Und die Manuela Schleswig, die war Ministerin. Steckt das alles unter dem Akronym von E-Book? Die Frage ist, wer steckt dahinter und was ist E-Book überhaupt? Ich will es gerade zu entschlüsseln, E-Book. Ich sag mal so, wenn du es nicht weißt, du hast noch 2 Joker übrig, die du einsetzen kannst. Und hi, Quest, bist du Simon, hi. Schöne Grüße, schön, dass du vorbeischaust. Der ist auf jeden Fall Finanzminister damals noch gewesen, der ist heute Bundespräsident. Allein, geht das mit meiner Mikrofonempfindlichkeit oder weil du vorhin gesagt hast, ich schalte immer aus? Vorhin war es die Verbindung gewesen. An sich laut genug bist du in jedem Fall. Jetzt geht's auch gerade. Wie gesagt, Schäuble war damals noch Finanzminister, der ist heute Bundestagspräsident. Ursula von der Leyen ist Verteidigungsministerin. Allein von der, würde ich sagen, schaltet sie aus jetzt, E-Book. Dobrindt von der CSU ist Verkehrsminister, das war der Kollege mit der Maut. Manuela Schleswig. Ganz genau, entweder ist sie Familienministerin oder nicht Landwirtschaft. E-Book, was soll das denn heißen? Du hast noch Telefon-Joker und Publikums-Joker. Also, ich denke mal, Publikum könntest du auf jeden Fall eine Frage weiterkommen. Telefon ist so eine Frage. Ja, ja. Es gibt ja kein Zeitlimit für die Fragen, ne? Nee. Alleine ist auf jeden Fall nicht. Und hab ich auch nicht Schäuble. Ich weiß genau, was die Frau Schleswig war. Nett. Frau. Naja, die Frage ist ja, was würde diese Information bringen? Weil du müsstest ja wissen, was E-Book ist. Von der Leyen schließe ich schon mal aus, dass sie Verteidigungsministerin. Und schließe ich auch aus vom Verkehrsministerium. Herrn Schäuble eigentlich auch. War damals Finanzminister. Durch einen dummen Zufall. Akronym wäre, dass Herr Schäuble E-Book das Ministerium hatte. Ausgehen davon, dass Frau Schleswig. Aber sonst würde ich gerne einen Joker benutzen. Publikum oder Telefon? Dann, glaube, weil ich mir nur zwischen A und D sicher bin und hoffe, dass B und C mit einer Kombination von A und D ausschließt, würde ich gerne einen Publikumsjoker benutzen, bitte. Gut, also die Frage geht an alle. Einmal in die Kommentare bzw. in den Chat rein. Wer ist im Kabinett Merkel? Der oder die E-Book? Wolfgang Schäuble, A. Ursula von der Leyen, B. Alexander Dobrindt, C. oder Manuela Schleswig, D. Mal gucken, was sagt denn der Chat hier so? Und was sagt das Publikum? Hier nehmen. Oh! Die Antworten sind gespalten bei Antwort A, Wolfgang Schäuble oder D. Manuel Schleswig. Das ist genau das, was du gedacht hattest. Komm mal raus. Oh Mann. Jetzt kann noch ein Telefonjoker hier vielleicht eine Antwort bringen. Keine Ahnung.
schreibt damals Bundesfinanzministerium, was kannst du denn da als Gründung geben? Und für D nehmen, bitte. Letztes Wort. Delta, Delta. Ich würde Delta nehmen. Delta, nee. Delta, Delta. Die Manuela Schwesig. Ja. So. Also, du hast mit Publikum genommen, mit der kleinen, leichten zweiten Mehrheit, die Manuela Schwesig. Ja, die Sache ist, der Herr Schäuble ist von der CDU. Mhm. Also gut, ich will. Der Frau von der Leyen ist auch von der CDU, der Herr Dobin von der CSU. Dieser Schwesig ist, glaube ich, von der SPD. Und ich glaube. Also, ich löse mal spannend auf. Der Alexander Dobrindt ist zu Recht schon mal ausgeschlossen worden. Der ist es definitiv nicht. Das Verkehrsministerium, ja. Wolfgang Schäuble. Die Abkürzung vom Verkehrsministerium. Das sage ich dir gleich. Der Wolfgang Schäuble gehört auch nicht dazu. Es ist Manuela Schwesig oder Ursula von der Leyen. Was glaubst du immer noch? Bleibst du bei D? So. Ja, sag ruhig was, was zu sagen. Die Abkürzung E-Book steht für Inhaber bzw. Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt. Es ist B. Nein! Der Run ist vorbei mit 16.000 Euro immerhin. Okay, die Anträge ist ein Fehler, es sind 16.000, definitiv. Aber auch schwer, ne? Ich habe ja die Ministerien, die Akronyme dazu, wie die richtig heißen. Ja. War dennoch ein super, super Run. Hat mir sehr gefallen. Du hast gut nach oben gekämpft. Ich habe mit dem Zuschauer von dir eigentlich sogar fast weniger erwartet, aber das lief sehr, sehr gut, muss ich echt sagen. Bin beeindruckt gewesen davon. Du konntest doch echt jeden Scheiß erklären, was ich hätte niemals machen können. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ein bisschen spannender, wenn man mal sagt, das könnte das sein, das sein. Es ärgert mich nur mit den Akronymen am Schluss halt, ne? Dennoch. Das hat mich halt richtig den Kragen gekostet. Ich könnte halt sagen, okay, der ist von dem Ministerium, dem Ministerium, dem Ministerium. Aber die Abkürzung dafür, die Bundesrepublik nimmt. Dennoch, du hast ein super Spiel geschafft. Das war nicht schlecht. Ich hatte die Frage, die hat es schon mal gehabt, aber ich wusste es auch nicht mehr genau, was es heißt. Dennoch, damit haben wir den Run von dir gerade beendet und dementsprechend würde ich hier auch im schlimmsten Fall einen Cut setzen, falls es eine Folge werden sollte, die hochgeladen wird. Hat riesen Spaß gemacht mit dir, super Spiel, gerne irgendwann wieder, wir sehen uns gleich schon mal im Stream wieder. Aber das war die Folge in dem Sinne, bis gleich, weiter geht's im Stream direkt. Du kannst auch gerne die Folge hochladen, wenn du möchtest. Werde ich wahrscheinlich machen. Freut mich. Ja, es tut mir leid, nur dass ich am Schluss mach nichts. Ruhig auch, wenn es dir ein bisschen peinlich ist. Ich habe ja gesagt, ich rauche und trinke dazu. Wenn du sagst, du willst es rausschneiden oder sowas, mach das einfach so. Ne, hat gepasst. Keine Sorge. Ja. Sieht ja gerne aus für heute noch. Willst du noch was machen? Ich mache noch eine Runde weiter. Mit den nächsten.